So, lalala, da sind die, da ist das, da wird das geforscht, da ist das Fahrzeuglimit, ja, da machen wir da erstmal das Kloster, machen dann hier das Limit noch weiter. Töten! Ist auch sehr interessant, hier müssen wir halt immer unsere Bevölkerung hoch machen, während die Orks. Ja, die Orks können einfach machen, was sie wollen. Wir können die Mission dann vielleicht auch zweimal Ich bin spielen. nicht euer Oder wir lassen es jetzt Beweglich einfach vom dabei. Feind. Mal sehen. So, als Unterstützung Leg dich aus nicht der mit mir Maschinengrube an, würde ich auch, glaube ich, dann jetzt auch direkt auf Predators gehen. Bauen wir mal so viele, wie wir können. Für die Chaosmunition können wir dunklen später Mächte. bauen. Jetzt den unheiligen Opferaltar. Den haben wir ja schon, ne? Genau, jetzt müssen wir warten, dann können wir die Dämonengrube gleich bauen, auch wenn Lacht uns ihr noch Anbetung nichts vor euer bringt. Werk? So, da ist das, da ist das, da ist das. Da. Da, wir werden gleich hier diesen Posten hier wieder angreifen und einnehmen. Ich glaube, das, was wir hier haben, reicht schon. Wir gehen auch mal. Stirbt. Wir speichern noch mal kurz den Spielstand, den wir hier haben. Den können wir überschreiben. Da ist jetzt nichts Großes passiert, außer aufrüsten. Zack. Weiter geht's. Da ist der erste Predator. Der bleibt aber erstmal noch in der Base. Ach, jo. Deswegen ja auch vorhin die Geißeln. Fällt mir gerade wieder ein. Aber mit einer solchen Masse kann selbst ein Panzer nicht mehr mithalten. So, jetzt haben wir sehr nahkampflastige Armee im Moment. Wir haben 3 von 4 Trupps sind Nahkampf. Komplett. Die Kornberserker haben zwar eine kleine Pistole, womit sie halt im Fernkampf was machen können, aber ehrlich gesagt, nur die Space Marines hier hinten, also die Chaos Space Marines mit ihren schweren Boltern, sind für den Fernkampf gedacht. Der Rest ist nur Nahkampf. Womit wir aber auch ganz gut klarkommen. Die halten ja auch genug aus. Wir sehen keine Verluste. Obwohl wir hier gegen großen Widerstand kämpfen gerade. So. Aus sicherer Entfernung machen wir jetzt eben noch schnell das Truppenlager kaputt. Dann holen wir uns den Punkt. Ihr nehmt den Punkt ein. Freunde? Egal, komm. Großen Raid mit allen jetzt noch und dann. Hat's bei denen auch irgendwie eine Zeit. Auch die Beschreibung ist sogar bei den Orks. Wo ist der Konvoi denn jetzt eigentlich? Sehen wir den überhaupt noch? So, erst ein Panzer natürlich. Hier sehen wir, ein paar Berserker haben wir verloren. Nichts, was wir nicht rückgängig machen könnten. So, erstmal Panzer zerhacken. Die Basilisk, die von irgendwo drauf schießt. Da. Da hinten steht sie. Es ist echt krass, die Reichweite. Aber das ist eben eine Artillerie. Okay, ihr nehmt das hier ein. Ihr nehmt das hier ein. Und ihr geht erstmal aus der Deckung, aus dem Schussfeld. Ein Ketzer, wo habe ich ihn? Den habe ich doch hier hingeschickt. Warst du Für da? die Ja. dunklen Götter. Du kannst dann gleich hier Wie ihr wünscht. Bringt mich die zum Horchposten Feind. setzen. Bei Korn, es wird geschehen. Da sind die. Das ist fertig. Munition. Und Bevölkerung voll. Ich baue ja schon. Du kannst Was jetzt ihr den bei mir unheiligen wünscht. Opferhalter, die Dämonengrube bauen. Vielen, Bringt uns im vielen Moment Dank, noch nichts, Meister. wenn wir ehrlich sind. Im Moment bringt uns das nichts. So, auch Segne zurückziehen. uns, Du Meister. baust das, obwohl es Quatsch ist, weil Vielen, die vielen Dank, Artillerie ja natürlich Meister. drauf geht. Und jetzt packen wir die Panzer einfach noch dabei. Und jetzt? Die sind auch Ich fertig. kann es kaum Mit der ganzen Armee erwarten. rücken wir einfach direkt weiter vor, damit wir nämlich die Die dunklen Basilisk Götter direkt haben uns zerstören können erbaut. noch. Vielen, vielen Dank, Meister. Alles Provoziert mich markiert. nicht. Auf geht's. Hier neues Upgrade. Upgrade. Neue Upgrades. Upgrade. Entschuldigung. Manchmal geht's mit mir durch. Hier mehr Anforderungspunkte.
Ich hätte alle auf 1 markieren sollen. Kriege ich denn alle markiert jetzt? Ja, ich glaube, jetzt habe ich sie alle. So, alle mal zurück. Panzer angreifen. So, ich glaube, wir sollten den Weg hier auch erstmal weitergehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo der Konvoi ist. Und wenn wir... Oder wir müssen wirklich gleich mal einen neuen Spielstand laden. Oder einen neuen Spielstand aufmachen. Wo wir dann von Anfang an direkt mit dem Chaos auf den Konvoi gehen. Wir wussten ja nicht, dass es hier auf Zeit ist. Nur wir wissen jetzt auch gerade nicht, wo er ist. Das ist die andere Sache. So, hier erst die Geschützsachen natürlich zerstören. Den Rest klären wir gleich. Da ist die Basilisk. Können wir die von hier aus angreifen? Ja, das geht. Ja, die laufen jetzt alle außen rum. Das ist auch Quatsch. Aber lass sie mal laufen. Zerstört. So, jetzt kriegen wir den nächsten Angriffsbefehl. Wir müssen mal gucken. Der Panzer kriegt gut auf den Sack. Wie sieht es hier in der Base aus? Noch nichts Neues. Da wird die Munition geforscht. Und wenn die fertig ist, dann ist hier richtig Rambazamba in der Hut. Er hat hier die Dinger. Die können wir jetzt ausbauen. So, die Heuchposten zerstören. Ja, unsere Spaceman-Truppe ist zerstört. Komplett. Deswegen ist er jetzt alleine. Schließen wir den einfach mal hier den Kornbeserkern an. Da sind die nächste Artillerie. Unsere Truppen sollten sich vielleicht auch mal sammeln. Das wäre geil. So, wo ist die nächste Basilisk? Ich finde sie natürlich nicht. So, jetzt haben wir uns gesammelt. Jetzt können wir hier auch mal langsam weiter vorrücken. Ich raff halt leider nicht, wo die Basilisk steht. Ist mir gerade ein Rätsel. Da steht sie. Oder? Nee, das ist neben Rustpanzer. Ich glaube, dieser Vormarsch reicht noch nicht, obwohl die Predators, die sind schon sehr, sehr stark. Also die hauen da ordentlich was weg. Gerade mit der Chaos-Munition. So, erstmal die Gefahren ausschalten, bevor wir hier auf die Horchposten gehen. Hier ist eine Reliquie. Da steht sie. Das ist jetzt First Target. Auf jeden Fall. Weg damit. Boah, beide Predators fast zerstört. Boah, das hätten wir. Ihr nehmt die ein. Und ihr nehmt die Reliquie ein. Und ihr geht mal hier raus. So. Junge, Junge. So, ihr... Fahrzeuglager natürlich zerstören. Wir werden hier angegriffen. Und wir wehren uns nicht. Das ist schlecht. Dann gönnen... Ach, wir haben die Horrors noch. Die Horrors haben wir noch und ein Panzer. Okay, die Panzer sind jetzt zerstört. Die hier werden jetzt zerschossen von den Türmen hier einfach. Ich hoffe, wir halten das einfach lange genug aus. Es
Sentinels gegen die Besessenen. Jetzt das hier zerstören. Lalala, die haben das ja eingenommen. Ja, ja, ich klicke immer zu viel für die Jungs. Reliquie haben wir gleich, dann können wir auch Kaibox bauen. Und die bringen uns ordentlich nach vorne. Sehr, sehr gut. Moment, da. Blutdämon und Kaibox. Machen wir zwei davon und dann den. Das dauert nämlich ewig, bis der fertig ist. Was auch Sinn macht. Ja. Lalala. Den Panzer lassen wir mal vorrücken. Die haben wir ja, den Ketzer. Den. Die dunklen Götter wachen über uns. Können wir eigentlich dann hier mitführen. Und dann diese Sachen hier nochmal einnehmen. Das haben wir. Okay. Probieren wir. Kaibok-Trupp fertig. Die schocken wir mal hier rein. Einnehmen. Da sind sie. Und die sind halt schon so krass mit ihrer Terminatorenrüstung verschmolzen. Die haben so eine starke Fernkampfstärke auch. Geil. Die machen wir auch für zwei. Eins ist jetzt der Trupp. Ohne den, den kriegen wir auch noch dabei. Wenn ich jetzt so mache, dann habe ich die alle drin. Genau. Eins. Wir sollten noch einen Chaos Base mit den Truppen mindestens noch dabei stellen. Truppenlimit erreicht. Dann soll das reichen. So, noch Kaibox fertig. Und wir sehen, das Upgrade dauert jetzt ewig. Die paar Trupps hier können uns ja eigentlich nichts. Schicken trotzdem mal die Horrors raus. So, die schicken wir jetzt nochmal mit hier hin. Zum Aufrücken. Der Ketzer kann hier in der Ruhe einen Horchposten setzen. Die schließen sich gleich mit den Kaibox zusammen. Und dann haben wir eine riesige, dicke, fette Armee, mit der wir hier sicherlich den Konvoi aufhalten können. Wenn es nicht schon zu spät ist, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Da sind die Orks. Mit denen haben wir jetzt gerade noch gar nichts gemacht, aber ja, wir wissen ja warum. Der Teil der Base interessiert uns mal gerade gar nicht. Da werden wir hier die ganze Zeit angegriffen. Aber das können wir abfangen. Gebaut. Erweitern. Wo ist der Ketzer? Da. Ketzer. Der erstmal wieder in Sicherheit. Und jetzt mit dem Trupp Angriff. Auf geht's. Reliquie haben wir. Ich glaube, wir gehen oben rum, ne? Ja, wir gehen mal oben weiter lang. Wir speichern mal. Speichern. So, keine Ahnung, einfach dicke Armee. Will jetzt ja auch nichts großartig jetzt mir da lange Zeit für nehmen, ehrlich gesagt. Und ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Bringt mich zu ihnen. Und ich werde für Gerechtigkeit sorgen. So, weiter geht der Vormarsch. Die sind natürlich etwas langsamer, was man aber auch verstehen kann. Ah, nimmt einen. Wenn wir schon mal hier sind, nimmt einen. Und kurz Nase putzen, einen Moment. So. Da bin ich wieder. Und die sind so schön irre. Das ist so geil. Strategisches Ziel wurde vom Gegner eingenommen. Und dadurch öffnet sich das Tor und jetzt laufen die da rein. Jetzt verstehe ich das. Die haben hier dieses strategische Ziel eingenommen.
Da müssen wir unbedingt hin. Deswegen hat sich hier das Tor geöffnet und jetzt geht die Crew der Space Marines nämlich da rein. Wir haben ja gelesen, die Titan-Crew. Und wenn die da reinkommen, dann haben wir verloren. Deswegen müssen wir jetzt schnell dahin. So, und jetzt erstmal kämpfen. Bringt ja nichts, wenn wir jetzt uns jetzt totschießen lassen.